Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Retro Hype the Time Quest. Wir haben ganz viele Missionen vor uns. Wir müssen in alle möglichen Ären reisen und Standarten finden. Hier ist zum Beispiel schon markiert, wo wir hin müssen. Hier ist es noch nicht markiert, denn da wissen wir noch gar nicht, wo sich die denn befinden. Ja, und da gibt es jetzt einmal die Möglichkeit, dass wir erstmal zu unserem Freund Zartila gehen. Und hier ist übrigens auch, ja, hier ist dieses Dolmen auch drauf auf der Karte. Und auch das Dorf der Räuber. Aber das Dolmen sieht ein wenig verwildert aus. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns erstmal wieder in unsere richtige Zeit. Oh, hallo. Um dort Zartila zu besuchen, denn wir haben ja gemerkt, immer wenn wir ein Juwel aufgeladen haben, dann können wir stärkere Attacken durchführen, also beziehungsweise wir haben einfach mehr Schaden. Das hat nichts mit durchführen können zu tun. Und das könnte uns doch vor allem gegen stärkere Gegner aus eben dieser Ära Tascan dem Vierten einen entscheidenden Vorteil bringen. Hui. Hui. So, ich begebe mich jetzt nur hierhin, um die Sonnenuhr zu benutzen. Warum auch immer ich hier das. Oh, da ist gerade. Nochmal mit ihm reden, komm. Was? Du bist nicht fort in deine Epoche? Ich war ganz sicher, dass. Dieses verdammte Gedächtnis. Du suchst die Fahne. Ich habe schon Probleme, mich ans Datum zu erinnern. Stell dir also mein Problem mit der Fahne vor. Du solltest einen Spaziergang durch den Wald machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Er wird ein wenig alt. Ja, den Spaziergang durch den Wald haben wir schon gemacht und dort haben wir auch schon die Lösung des Problems gefunden. So. Jetzt müssen wir erstmal dann wieder kämpfen. Gegen die Wachen, die uns hier vermutlich erwarten. Wie bin ich da nur drauf gekommen, dass hier schon wieder Wachen sind? Ich sehe nichts. Ha! Oh, das war doch mal sehr erfolgreich. Das können wir gleich nochmal machen von mir aus. So. Boah, wo die überall ihre verdammten Wachen haben. Oh, ein Armbrustschütze. I do not like Armbrustschützen. I absolutely do not like Armbrustschützen. Boah, und ich hasse das. Tyrannima. Aua, aua, aua. Nein, genau deswegen hasse ich das. Ah. Jetzt müssen wir wohl auch noch hier. Diese. Ich sehe gerade, ach, da hinten ist das, okay. Na, komm schon. Number one. Die da hinten noch. Na komm. Ah! Geronimo! So geht das. So, mal schauen, ob die Wolfies noch da sind, wieder da sind, wie auch immer. Ja, man scheint echt eine Wolfsplage. Oder ob auch hier jetzt die Wachen rum. Ja, auch hier sind jetzt Wachen. Oh, 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 oh. Nicht zwei. I absolutely do not zwei. Do not like zwei.
Uiuiuiuiui, da müssen wir gleich schon wieder auf Reparatur gehen, auf Reparatursuche. Na, wie geht's dir? Na. Sei gegrüßt, Hype. Ich habe gewusst, dass Drarek dich empfangen hatte. Es ist eine große Ehre, ein göttliches Kleinod zu besitzen. Ich mache mir keine Sorgen. Du wirst die Standarten der vier Epochen ganz leicht finden. Ich habe einen Erkundungsflug gemacht. Barnak benutzt immer noch den Nebel, um sich zu tarnen. Es gibt gegenwärtig keine Möglichkeit, bei ihm zu landen. Wir würden nur riskieren, uns die Knochen zu brechen. Also, lass uns gehen und dieses Juwel aufladen. Möchtest du? Damit nimmt uns das Spiel die Chance, uns vorzeitig unserem ärgsten Feind zu stellen. Jo. Und wieder einmal. Oh. Das Juwel der Götter ist von unschätzbarem Wert. Du brauchst nicht weniger als 70 Energieprismen, um es mit himmlischer Energie zu laden. Oh, dieser Himmel tut mir weh. Barnaks Schreckensherrschaft ist hier allgegenwärtig. Ja, womit er uns wahrscheinlich sagen will, dass wir wieder begrenzte Zeit haben. So. Na, mal schauen. Dafür sind hier die Energieprismen gleich in vielfacher Ausführung vorhanden. Pio. Ja, mal schauen. Oh, aber wir haben hier auch ein paar grüne Energieprismen versteckt, die ja, wie wir wissen, unser Leben aufladen. Damit sollte das kein Problem werden hier. Uiuiui, komm schon. Oh, ich mag solche invertierten Steuerungen gar nicht. Wenn man nach oben drückt und der Drache fliegt nach unten. Egal. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben schon fast geschafft. Nur noch 20 Energieprismen. Was mal interessant wäre, wenn man genau alle Energieprismen einsammeln muss. Das heißt, es sind wirklich nur so viele vorhanden, wie man auch braucht. Upsasa. Gut gemacht. Na, du hast das Juwel aufgeladen. Ah, diese Energieprismen einzusammeln hat mir gut getan. Ich könnte stundenlang fliegen, wenn du wolltest. Aber fürs Erste sollten wir vorsichtig sein. Es gibt ja einige böse Drachen, die es nicht mögen, wenn jemand anders ihr Territorium überfliegt. Wenn du zum Wald zurückkehren möchtest, um deine Aufgabe zu vollenden, dann steuere mich einfach zu dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Ja, dieser Satz kommt mir auch leicht bekannt vor. Ich weiß gerade nicht, warum ich mir den nochmal angehört habe. Es tut mir leid, egal. Aua. Badam. Und tschüss, Leute. Ab durch die Mitte. So, damit hätten wir schon mal eine sehr wichtige Aufgabe erledigt von unseren Vieren. Müssen wir eigentlich auch... wir müssen ja vier Standarten sammeln, logischerweise. Das heißt, wir müssen auch eine noch in dieser Ära sammeln. Es hat gut getan, wieder mit dir zusammenzufliegen. Die Sonnenfinsternis wird bald eintreten. Ich fühle es. Es gelüstet mich, Barnak und seinen Drachen Veribert, die Schande meiner Rasse anzugreifen. Los, Hype, beschaff die vier Standarten, damit wir endlich diese zwei unseligen Geschöpfe loswerden können. Ah, das waren... Entschuldigung, jetzt hatte ich hier einen kleinen Fehler drin. Und zwar dachte ich ja immer... Wow. Oh.
Das ist ja echt interessant. Wie geht's eigentlich? Oh, Geld haben wir auch schon wieder jede Menge. Und wir brauchen ja auch im Moment echt viele Tränke, wie man so sieht. So, ich möchte jetzt allerdings nicht zwangsweise hier weiter. Das waren Reflexe hier im Quickscopen sozusagen. Boah, na komm. Ach. Kommst du? So. Ha. Waren wir hier eigentlich? Ja, klar, waren wir hier schon in unserem Raum. Also nicht unserem Raum, sondern in Gustus Geheimraum, um besser genauer zu sein. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Die sind immer noch verdammt stark, das mag ich nicht. Wir müssen unsere Rüstung unbedingt reparieren gerade. Jetzt der andere hin. Waren das nicht mal zwei? Ich bin verwirrt. So, ich würde sagen, auch wenn wir jetzt schon in der dritten Ära wissen, wo sich diese Standarte befindet, würde ich trotzdem erstmal hier anfangen. So chronologisch. Reden wir mit unserem jungen Freund hier. Na? Ritter, ich habe dich auf dem Drachen reiten gesehen. Es war bezaubernd. Ich habe immer noch nichts bezüglich deines mysteriösen schwarzen Ritters und deines Schwerts. Das kennen wir alle schon. Leider keine neuen Informationen für uns. Das heißt, wir werden auch hier einfach ein bisschen rumgehen und ein paar Leute anquatschen. Wobei ich mal ganz stark vermute, dass sich diese Standarte in der Festung befinden könnte. Unter Umständen. Und dahin möchte ich dann auch gehen. So, jetzt sind hier wieder unsere Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Oh, Damage. Absolut hier. Weißt du irgendwas, unser Freund? Ich bin überrascht, dich wiederzusehen, Hype. Aber wenn du da bist, heißt das, dass du immer noch deine Aufgabe verfolgst. Das macht mich glücklich. Du suchst die Standarte? Ich bin nicht sicher, aber logischerweise sollte sie im Besitz des Königs sein. Ja, diese Logik hatte ich auch schon. Heißt das, ja, wir dürfen jetzt in die Festung. Nein, ihr bösen Fledermäuse. Nicht, du kriegst mich nicht.
So, sind hier gerade Feinde? Nein, sehr gut. Mit diesem Schwert hier, oh mein Gott, das ist absolut OP-Waffe hier. So. Die Wildschweine wollen wir einfach in Ruhe lassen. So, mit dem haben wir auch schon geredet. Eigentlich haben wir hier schon fast alles erledigt halt, bis auf die Standarte. Diese wunderschöne Standarte dort zu bekommen. Oh ja. Ist auch immer noch die arme Frau eingesperrt hier. Oh, das Schwert sieht so böse aus. Ich möchte dieses Schwert in Barnak sehen. Tief drinnen, in seinem Herzen. Gut, das heißt, wir gehen jetzt als allererstes einmal. Fürs Militär ist mir nichts da. Unsere Rüstung reparieren. Völlig wiederhergestellt. Sehr gut. Dann begeben wir uns. Na, hier ist der Architekt, der den Park der Tapferen bauen wird. Jetzt begeben wir uns in die Festung und in die Festung ging es hier entlang. So, na, komm. Wobei ich sagen muss, Fahne, wie Gustus sagte, klingt doch nicht ansatzweise so gut wie Standarte, oder? So. Die anderen da oben sollten uns nicht belästigen. So, und jetzt. Hops. Oh. Yeah. Auch diese Wassereffekte von diesem Spiel ist. Ja. Hat schon was. Das Wasser sollte man mal als Texture Pack für Minecraft machen. Ein Hype-Texture Pack, das hätte was. Wobei es da, glaube ich, keine Unterschiede zwischen einem Hype-Texture Pack und einem Playmobil-Texture Pack gibt, aber egal. Ich finde das cool. Aber ich habe keinen Bock, das zu machen. Oh yeah. Wir sind so OP. Wir stürmen jetzt die Burg. Dies ist ein Angriff. Ergeben Sie sich. Wir sind einer gegen eine Armee. Ja, das weiß ich jetzt hier schon. Komm, ist gut. Hops. Und zack. So, und jetzt kümmern wir uns hier um diesen Freund noch einmal. Oh, der ist zäh. Der schafft es uns ein wenig abzuwehren. So, du schaffst das nicht. Wir lassen das Tor gleich offen. Na, 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 na. Und hier ist auch der Kronleuchter, dieser wunderschön texturierte Kronleuchter, immer noch dort, wo er auch hingehört. Hier ist gerade niemand mehr. Da hängt sie ja schon. Ich hab dich schon gesehen. So, und dann holen wir uns die jetzt. Jetzt. Du hast jetzt die Standarte von Tasca in dem ersten gefunden. Huch, das war jetzt gerade egal. Was ich noch mal ganz kurz gucken wollte. Nicht, dass es... Ach nee, hier gibt es gar kein Schlüsselloch. Okay. Oh, da oben hat sich jemand versteckt. Wollen wir den angreifen? Wollen wir dies tun? Wollen wir einen Menschen sinnlos töten? Ja, das wollen wir. Oh, sogar zwei.
ein bisschen Geld. Oh, wie wir ihn runtergeschubst haben. Hier auf dem Schwert ist anscheinend Knockback drauf. Ach ja. Nee, doch, so ein Hype-Texture-Pack, das hätte was. Hui. Ich liebe Spiele, bei denen es keinen Fallschaden gibt. Geronimo. So, mal schauen. Jetzt ist bestimmt unser Freund wieder da hier, oder? Nein, er ist nicht da. Sie haben sich alle versteckt, denn sie wissen, sie können nichts gegen uns tun hier. Nur der Brunnen kann hier was gegen uns ausrichten, indem er uns trollt. Haben wir das Schwert aber auch erlischt, sobald es nicht mehr in unserer Hand ist. Das ist cool. Kann man das auch mit Feuer verzaubern irgendwie? Ich liebe brennende Schwerter. Aua. Hops. Oh. Hops. Ja, ihr armen Fledermäuse, wir wollen euch gar nichts tun. Ich will euch gar nichts tun. So, besser gesagt. Ah, das ist schon doch sehr fortschrittliche Technik hier teilweise. So, hier ist die Belohnung. Die will ich mir gerade nochmal durchlesen. Questium, halbfremder Ritter, wahrscheinlich im Dienste des Klosters der Spionage überführt, auf der Flucht den Brustpanzer des ersten Drachen gestohlen, alle Hinweise zur Ergreifung führen und so weiter. Belohnung 4000 Plastiks. Oh my god. Oh my god. Wie geht's unserer Rüstung? Naja, wunderbar geht's unserer Rüstung. So, dann würde ich sagen, ist diese Folge auch vorbei und ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Ära mit Hype, The Time Quest. Ciao.